Hallo, liebe Grüße aus Kalawarkis, aus dem Stressfreicamp. Ich gehe nochmal den Camino mit euch runter. Hallo. Ne, hier muss man aufpassen, wo man langläuft. Paar Gedanken wollte ich gerade einfach nochmal loswerden, weil der Thomas mich eben angerufen hatte. Von der Wirkarte.de, ne, den ich hier über die Wirkarte.de in Mallorca kennengelernt habe und sehr, sehr froh darüber bin. Und Thomas rief mich eben an, so, um einen schönen Tag zu wünschen, so, und sagte dann halt so, dass er das voll cool findet, was da jetzt auf einmal abgeht mit Montagsdemos und so. Und dann habe ich halt eben gesagt, was mir dazu durch den Kopf ging. Und warum ich diese Montagsdemos halt auch nicht so für was besonders Neues halte, ne? Vor allen Dingen, weil es sie so eigentlich auch schon gab. Und es immer wieder, immer noch das Gleiche ist, was ich immer wieder sage. Es wird niemandem was bringen. Montagsabends oder samstags nachmittags auf irgendeine Demo zu gehen und dann am nächsten Tag wieder arbeiten zu gehen. Und den nächsten, und den nächsten, und den nächsten, und den nächsten, und den nächsten. Und dann geht man wieder demonstrieren, wie scheiße man das findet. Und dann geht man wieder arbeiten. Solange man diesen alten Routinen folgt, braucht man auch nicht auf Montagsdemos zu gehen, weil es dann nichts bringt. Dann unterstütze ich vielleicht montagsabends oder samstags nachmittags oder wann auch immer man demonstrieren geht, quasi einen gewissen Unmut, der verbreitet wird. Aber es passiert letztendlich gar nichts. Seit Jahren nichts. Wir sind seit Jahren und Jahrzehnten auf der Straße und demonstrieren. Und dieses Wort finde ich eigentlich so. Eigentlich ist das Protestieren, was die Leute da auf der Straße machen. Das Wort Demonstration bedeutet eigentlich, dass man was zeigt. Ja, eine Demonstration, das kennt man von anderen Sachen auch. Da kriegt man was demonstriert und dann hat man das mal gesehen. So, und ursprünglich waren Protestdemonstrationen halt eben auch Demonstrationen von Protest. Das Problem ist dann halt, dass mit dem Wort Demo oder Demonstration aber heute was völlig anderes halt nämlich nicht mehr das Zeigen, sondern der Protest. Und es bringt nichts zu protestieren. Man hat jetzt mal was gebracht. So, nochmal, auch wenn man uns das in den Medien damals so verklickert hat, die deutsche Wiedervereinigung hatte nichts mit den Demonstrationen zu tun. Wisst ihr, das Problem ist, solange wir irgendwo hingehen und von anderen was fordern, ist immer die Möglichkeit gegeben, dass sie unseren Forderungen nicht nachkommen. Und deswegen finde ich persönlich einfach es besser, aus dem System sich völlig auszuklinken, aus seinen Routinen auszubrechen, um halt wirklich tatsächlich ein anderes Leben beginnen zu können. Ein neues, unter neuen Voraussetzungen, mit neuen Routinen, die man sich dann aber eventuell selber mal setzen kann und denen man nicht folgt, weil man es muss und weil man es gar nicht anders kennengelernt hat. Und so kann man dann halt eben auch dann demonstrieren, weil man tatsächlich was anders macht, wie es anders gehen kann. Und es geht auf so unterschiedlichste Weise, dass eigentlich für jeden irgendeine umsetzbare Lösung drin sein müsste. Für viele Leute ist das hier jetzt ein Platz, und es wird immer deutlicher, dass das ein richtig guter Platz dafür ist, wirklich auszusteigen. Ne, und hier muss man nicht. Also wir haben festgestellt, dass es eine sehr coole Sache ist, wenn man kein Rückflugticket hat. Wobei, ne, wenn man ein Rückflugticket hat, kann man ja auch einfach den Flug verpassen. Dann reißt einem ja auch keiner den Kopf ab. Kann man sich dann immer noch überlegen, haben halt auch schon Leute gemacht. Letztes Jahr. Ne, ich bin ja auch einfach hier geblieben.
Und so habe ich eben überhaupt gar keinen, also ich wüsste gar nicht im Moment ganz im Ernst, warum ich selber auf Montagsdemos gehen soll, weil ich ja gar keinen Bedarf mehr für habe. Weil sich das in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung mittlerweile auch wirklich alles schon massiv geändert hat. Ich habe 24 Stunden am Tag. Wieso hängt hier mein Handtuch? Wie kommst du denn hierher? Mitkommen. Habe ich das gestern Nacht da verloren? Ich hatte das gestern noch an. Und habe das auf dem Weg nach oben, habe ich das verloren. Und jemand hat es da hingehängt. Alles klar. Gut. So geht's. Ja. Oh, sind sie nicht süß? Ja. Von sowas halte ich viel mehr als von Montagsdemos. Und ich will hier keinen angreifen, der zu den Montagsdemos geht. Macht das. Aber seid euch bewusst, dass ein zweischneidiges Schwert ist. Wenn ihr euch auf die Montagsdemos verlasst, seid ihr verlassen. Das alleine bringt gar nichts. Es bringt nichts, einen Wecker zu hören und dann aber trotzdem nicht aufzuwachen und aufzustehen. Wie das halt viele tun, die seit 10 Jahren sich darüber ereifern, dass die Elite und bla bla und mit den Fingern auf die Missstände zeigen. Und damit natürlich auch helfen, anderen Leuten andere Leute zu wecken. Aber das kann man halt eben auch, wenn man sich nicht mehr mit den Weckern selbst beschäftigt, sondern vor allen Dingen mit dem, was danach kommt. Ja. Es bringt uns überhaupt nichts zu wissen, dass wir manipuliert werden und geführt und missgeleitet und bla bla, wenn wir nicht endlich anfangen, unser eigenes Leben zu leben. Und andere ihr eigenes Leben leben zu lassen. Dass wir nicht aufhören müssen, sondern Leuten hinterherzulaufen. Und so wie gerade sehr viele Leute einfach den Leuten auf der Montagsdemo hinterherlaufen und es einfach nicht mitbekommen, dass sie gerade schon wieder hinterherlaufen, was nichts Schlimmes ist. Da kann man es ja dran sehen, da kann man es ja dran merken. Es ist halt so. Hier, Juanco hat auch wieder seine Bar auf. Hola! Voller stressfrei. Das war eine geile Idee mit dem stressfrei. Hat mir die Suna zum Geburtstag geschenkt. Immer mehr Zelte. Hola! ¿Qué tal? Muy bien. Hello! ¿Qué tal? Muy bien! Esta mi hamaca. Pero no problema. Hace video. Sí. Uno más. Uno más.